Your blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop with pressure. So terrifying. Wenn du Schritte und Ballons noch nicht gehört hast, dann tu dies bitte, bevor du hier weiter hörst, damit du es verstehst. Bei denen von euch, die meine anderen Geschichten gehört haben und fragten, ob es mehr davon gibt und kryptische Antworten von mir erhalten haben, möchte ich mich für meine Unehrlichkeit entschuldigen. Ich sagte mehrere Male in den Kommentaren, dass nichts wirklich nach Schritte passiert war. Aber das stimmte nicht. Die Geschehnisse der folgenden Geschichte wurden nicht in den Untiefen meines Verstandes weggesperrt. Ich habe mich immer daran erinnert. Es war nicht, bis ich mich an Ballons erinnerte und meine Mutter über die darauffolgenden Ereignisse sprach, dass mir bewusst wurde, wie verstrickt diese Geschichte mit allem anderen war. Aber eigentlich hatte ich gar nicht vor, das überhaupt zu teilen. Meine Sehnsucht, diese Erinnerung zurückzuhalten, existierte nur deshalb, weil ich nicht denke, dass ich darin ein gutes Urteilsvermögen zeige. Ich wollte ebenso die Zustimmung von einer anderen Person, um es zu erzählen, damit ich nichts von dem, was passierte, verdreht wiedergebe. Ich ahnte nicht, dass es so viel Interesse an meinen anderen Geschichten gibt, also dachte ich auch nie daran, dass ich nach mehr Details ausgequetscht werden würde. Und ich wäre auch glücklich damit geworden, für den Rest meines Lebens sie für mich zu behalten. Ich war nicht in der Lage, den anderen Teil zu erreichen, aber ich würde mich unaufrichtig fühlen, wenn ich diese Geschichte den Leuten vorenthalten würde, die sich mehr Informationen wünschten. Jetzt, da ich mit meiner Mutter und mit einem weiteren Verbindungsglied gesprochen habe. Was folgt, ist eine so akkurate Erinnerung, wie es mir möglich war. Ich entschuldige mich für die Länge. Ich verbrachte den Sommer von meinem ersten Grundschuljahr damit zu lernen, wie man Bäume hochklettert. Es gab eine spezielle Kiefer direkt vor meinem Haus, die quasi für mich erschaffen worden war. Sie hatte Äste, die so tief waren, dass ich sie leicht ohne Hilfe zu packen bekam. Und für die ersten paar Tage, nachdem ich lernte, wie man sich selbst hochdrückte, saß ich nur auf dem untersten Ast und baumelte mit meinen Füßen. Der Baum war außerhalb unseres hinteren Zauns und war leicht von unserem Küchenfenster aus zu sehen, welches sich über der Spüle befand. Es dauerte nicht lang, bis meine Mutter und ich einen Zeitraum festgelegt hatten, bei dem ich dann am Baum spielen würde, wenn sie das Geschirr spülte, weil sie mich dann leicht sehen konnte, während sie andere Dinge erledigte. Als der Sommer vorbeizog, verbesserten sich meine Fähigkeiten und es dauerte nicht lange, bis ich schon sehr hoch klettern konnte. Als der Baum höher wurde, wurden seine Äste nicht nur dünner, sondern waren auch sehr weit auseinander. Schließlich erreichte ich den Punkt, an dem ich nicht wirklich höher klettern konnte, und das Spiel änderte sich. Ich begann, mich auf die Geschwindigkeit zu konzentrieren, und am Ende konnte ich den höchsten Ast in 25 Sekunden erreichen. Ich war zu zuversichtlich, und eines Nachmittags versuchte ich, von einem Ast zu steigen, noch bevor ich den nächsten überhaupt gegriffen hatte. Ich fiel etwa 20 Fuß und brach mir meinen Arm ziemlich schlimm an zwei Stellen. Meine Mutter rannte schreiend auf mich zu und ich erinnere mich, dass es so klang, als wäre sie unter Wasser. Ich erinnere mich noch, was sie sagte. Ich erinnere mich daran, überrascht gewesen zu sein, wie weiß meine Knochen waren. Ich startete mit der Vorschule in einem Gips und hatte nicht mal Freunde, die darauf unterschreiben würden. Meine Mutter musste sich schrecklich gefühlt haben, denn am Tag, bevor ich zur Schule ging, hatte sie ein Kätzchen mit nach Hause gebracht. Es war noch ein Baby und war hellbraun und weiß gestreift. Sobald sie ihn auf den Boden gesetzt hatte, verkroch er sich in einen leeren Mineralwasserbehälter, der auf dem Boden stand. Ich nannte ihn Boxes. Boxes war bloß eine freilaufende Katze, als er von uns gerettet wurde. Meine Mutter hatte ihn entkrallt, damit er nicht die Einrichtung zerstören würde. Also als Folge taten wir unser Bestes, um ihn drin zu halten.
Er war hin und wieder mal draußen und wir haben ihn irgendwo im Hinterhof gefunden, wie er eine Art Käfer oder Echse jagte. Auch wenn er eher kaum wirklich einen fangen konnte, weil er keine Vorderkrallen hatte. Er war sehr flink, aber wir konnten ihn immer fangen und zurück nach drinnen tragen. Er kletterte, um über meine Schulter nach hinten zu schauen. Ich erzählte meiner Mutter, dass er das deshalb machte, um eine Strategie für das nächste Mal zu planen. Einmal drin gaben wir ihm etwas Thunfisch und er lernte, was der Klang eines Dosenöffners vielleicht signalisierte. Er kam immer angerannt, wenn er es hörte. Diese Konditionierung wurde später sehr nützlich, denn als sich unsere Zeit in diesem Haus dem Ende neigte, war Boxes sehr viel öfter draußen und wollte in den Kriechkeller unter unserem Haus rennen. Doch niemand von uns wollte ihm dort hineinfolgen, weil es eng und vermutlich voller Käfer und Nagetiere war. Genialerweise dachte meine Mutter daran, den Dosenöffner an ein Verlängerungskabel zu hängen und rauszustellen, um es genau vor dem Loch laufen zu lassen, durch das Boxes gegangen war. Letztendlich würde er mit seinem lauten Miauen hervorkommen, sich durch den Klang erfreut umschauen und dann schockiert sein, wie wir nur so einen grausamen Trick an ihm durchführen können. Ein Dosenöffner ohne Thunfisch ergab für Boxes keinen Sinn. Das letzte Mal, als er unter das Haus floh, war sogar unser letzter Tag in dem Haus. Meine Mutter hatte das Haus zum Verkauf angeboten und wir hatten damit begonnen, unsere Sachen zu packen. Wir hatten nicht viel und wir haben das Packen für eine Weile hinausgezögert. Doch ich hatte schon all meine Klamotten nach der Bitte meiner Mutter gepackt. Meine Mutter könnte erzählen, dass ich sehr traurig wegen des Umzugs war und sie deshalb einen fließenden Übergang für mich wollte. Und ich schätze, sie dachte, dass wenn meine Klamotten schon in der Kiste waren, würde es den Gedanken, dass wir umziehen, zwar noch verstärken. Aber die Dinge würden sich nicht so sehr verändern. Als Boxes entkam, während wir einige Sachen in den Umzugswagen luden, fluchte meine Mutter, weil sie schon den Dosenöffner eingepackt hatte und nicht mehr wusste, wo er war. Ich tat so, als würde ich ihn suchen, damit ich nicht unter das Haus gehen musste, und meine Mutter, vermutlich wusste sie direkt von meiner Täuschung, rückte eines der Holzbretter zur Seite und kroch hinein. Sie kam sehr schnell mit Boxes wieder heraus und schien nicht besonders genervt zu sein, wodurch ich mich besser darüber fühlte, mich rausgeredet zu haben. Meine Mutter tätigte ein paar Anrufe und ich packte noch etwas mehr ein. Und dann kam sie in mein Zimmer und erzählte mir, dass sie mit dem Makler gesprochen hatte und wir an diesem Tag noch in das andere Haus ziehen würden. Sie sagte es, als ob das extrem gute Neuigkeiten wären. Aber ich hatte gedacht, wir hätten noch mehr Zeit in diesem Haus. Ursprünglich sagte sie, dass wir nicht vor dem Ende nächster Woche umziehen würden. Und es war erst Dienstag. Was wichtiger war, dass wir noch nicht fertig mit Packen waren. Aber meine Mutter sagte, dass es manchmal einfach leichter wäre, Sachen zu ersetzen, als sie zu packen und sie über die ganze Stadt zu verteilen. Ich schaffte es nicht einmal, mir all meine verpackten Klamotten zu schnappen. Ich fragte, ob ich Josh anrufen könnte, um auf Wiedersehen zu sagen. Aber sie meinte, dass wir ihn von unserem neuen Haus aus anrufen können. Wir fuhren im Umzugswagen weg. Ich schaffte es, mit Josh über Jahre in Kontakt zu bleiben, was überraschend war, weil wir nicht länger auf dieselbe Schule gingen. Unsere Eltern waren keine engen Freunde, aber sie wussten, dass wir es waren und deshalb befriedigten sie unser Bedürfnis, den anderen zu sehen, indem sie uns für Übernachtung hin- und zurückfuhren. Manchmal jedes Wochenende. An Weihnachten eines Jahres kratzten unsere Eltern ihr Geld zusammen, um einige echt gute Walkie-Talkies zu besorgen, die dazu geeignet waren, über genau die Distanz zu funktionieren, die genau zwischen unseren Häusern lag. Sie hatten auch noch Batterien, die für Tage halten können, wenn das Walkie-Talkie an ist, aber nicht benutzt wird. Sie funktionierten zeitweise gut genug, dass wir damit über die Stadt hinweg reden konnten. Aber wenn wir uns trafen, benutzten wir sie in der Nähe des Hauses.
Dank unserer Eltern waren wir immer noch Freunde, als wir 10 waren. An einem Wochenende übernachtete ich bei Josh und meine Mutter rief mich an, um gute Nacht zu sagen. Sie überwachte mich noch immer sehr, selbst wenn sie mich nicht überwachen konnte. Aber ich war das bereits gewohnt, so dass ich es nicht mal mitbekam, obwohl es selbst Josh tat. Sie klang bestürzt. Boxes wurde vermisst. Das musste eine Samstagnacht gewesen sein, weil ich bereits eine Nacht bei Josh verbracht hatte, den nächsten Tag zurück nach Hause gehen musste, weil wir am Montag Schule hatten. Boxes wurde seit Freitagnachmittag vermisst. Ich vermutete, dass sie nicht gesehen hatte, wie er nach Hause zurückgekehrt war, nachdem sie mich abgesetzt hatte. Sie musste sich dazu entschieden haben, mir das zu erzählen, dass er vermisst wurde. Denn wenn er nicht vor mir nach Hause kam, wäre ich deshalb am Boden zerstört gewesen. Nicht nur wegen seiner Abwesenheit, auch, dass sie es vor mir verheimlichen konnte. Sie sagte mir, ich soll mich nicht sorgen. Er wird zurückkehren. Das macht er immer. Aber Boxes kam nicht zurück. 3 Wochen später übernachtete ich wieder bei Josh. Ich war immer noch verärgert wegen Boxes, aber meine Mutter erzählte mir, dass es viele Male passierte, dass Haustiere von zu Hause Wochen oder Monate lang verschwanden und nur von alleine zurückkehrten. Sie sagte, dass sie immer wüssten, wo ihr Zuhause war und sie immer versuchen würden, dahin zurückzukommen. Ich erklärte das gerade Josh, als mich ein Gedanke so hart traf, dass ich meinen eigenen Satz unterbrach, um ihn laut auszusprechen. Was, wenn Boxes vom falschen Zuhause ausgeht? Josh war verwirrt. Was? Er lebt bei dir. Er weiß, wo sein Zuhause ist. Aber er wuchs woanders auf, Josh. Er wurde in meinem alten Haus aufgezogen, ein paar Nachbarschaften entfernt. Vielleicht denkt er immer noch, dieser Platz sei sein Zuhause. So wie ich. Oh, verstehe. Nun, das wäre spitze. Wir erzählen es meinem Vater morgen und er wird uns dahin fahren, damit wir dort gucken können. Nein, würde er nicht, Mann. Meine Mutter sagte, dass wir nicht zu diesem Ort zurückgehen können, da die neuen Besitzer nicht belästigt werden wollen. Sie sagte, dass sie deiner Mutter und deinem Vater dasselbe erzählt hätte. Josh beharrte darauf. Okay, dann werden nur wir morgen aufbrechen und gehen alleine zu deinem alten Haus. Nein! Wenn wir entdeckt werden, wird es dein Vater erfahren und dann wird es meine Mutter ebenfalls erfahren. Wir müssen alleine hin. Wir müssen da heute Nacht hin. Es brauchte nicht viel Überzeugungskraft, um Josh ins Boot zu holen, weil er normalerweise derjenige ist, der mit solchen Ideen ankommt. Aber wir sind noch nie aus seinem Haus geschlichen. Es stellte sich jedoch als extrem einfach heraus. Das Fenster in seinem Zimmer führte in den Hinterhof, und dieser hatte einen eingerasteten Holzzaun, der nicht verschlossen war. Nach diesen geringen Problemen schlichen wir in die Nacht mit einer Taschenlampe und den Walkie-Talkies in den Händen hinaus. Es gab 2 Wege, um von Joshs Haus zu meinem alten Haus zu gelangen. Wir könnten der Straße folgen und alle Kurven mitnehmen, oder wir gehen durch den Wald, was etwa die Hälfte der Zeit in Anspruch nehmen würde. Es würde in etwa 2 Stunden brauchen, um die Straße zu nehmen. Aber ich schlug vor, den Weg trotzdem zu nehmen. Ich erzählte ihm, dass es daran lag, dass ich mich nicht verlaufen möchte. Josh lehnte ab und sagte, dass, wenn wir gesehen werden, sie ihn vielleicht wiedererkennen und es seinem Vater berichten würden. Er drohte damit, wieder nach Hause zu gehen, wenn wir nicht die Abkürzung nehmen würden. Und ich akzeptierte es, weil ich nicht komplett allein aufbrechen wollte. Josh wusste nichts von dem letzten Mal, als ich in der Nacht durch diesen Wald gegangen bin. Der Wald war mit einem Freund und einer Taschenlampe sehr viel weniger gruselig und wir kamen sehr gut voran. Ich war nicht komplett sicher, wo wir waren, aber Josh schien sicher genug zu sein und das verstärkte meinen Kampfgeist. Wir schlugen uns durch einen ziemlich dichten Teil von in sich verwickelten Bäumen, als das Band meines Walkie-Talkies an einem Ast hängen blieb. Josh hatte die Taschenlampe und so versuchte ich, mein Walkie-Talkie zu befreien.
als ich Josh sagen hörte: Hey Mann, lässt eine Runde zu schwimmen? Ich sah, wohin er mit der Taschenlampe hinleuchtete. Doch ich schloss meine Augen, als ich das tat, weil ich jetzt wusste, wo wir waren. Er zeigte auf das Poolspielzeug. Das war dort in den Wäldern, wo ich vor all diesen Jahren aufgewacht war. Ich fühlte einen Kloß in meiner Kehle und das Stechen frischer Tränen in meinen Augen, als ich mit der Befreiung meines Walkie-Talkies weitermachte. Frustriert riss ich fest genug an ihm, um es loszureißen. Und ich drehte mich um und ging zu Josh, der sich teilweise in einer Pseudo-Sonnenbaden-Position auf das Poolspielzeug gelegt hatte. Als ich zu ihm ging, stolperte ich und fiel fast in ein ziemlich großes Loch, das sich in der Mitte dieser kleinen Lichtung befand. Aber ich hielt mein Gleichgewicht und stoppte genau an der Kante. Es war tief. Ich war von der Größe des Lochs überrascht. Aber noch mehr überraschte mich die Tatsache, dass ich mich nicht daran erinnerte. Ich erkannte, dass es in der Nacht noch nicht da gewesen sein konnte, weil es sich genau dort befand, wo ich aufgewacht war. Ich verbannte es aus meinen Gedanken und wendete mich Josh zu. Hör auf herumzualbern, Mann! Du hast gesehen, wie ich hier festhing. Und du liegst hier und scherzt hier herum auf diesem Schwimmteil. Ich unterstrich den Satz mit einem Tritt an einem offenen Teil des Spielzeuges. Ein Kreischen ertönte von ihm. Joshs Grinsen ging zurück. Er schaute plötzlich verängstigt und kämpfte damit, von dem Spielzeug herunterzukommen. Aber er konnte sich nicht beeilen, wegen der seltsamen Art, wie er sich hingelegt hatte. Jedes Mal, wenn er zurück auf das Spielzeug fiel, wurde das Kreischen lauter. Ich wollte Josh helfen, aber ich konnte mich nicht näher zu ihm bewegen. Meine Beine wollten nicht kooperieren. Ich hasste diese Wälder. Ich hob die Taschenlampe auf, die er in seiner Lage geworfen hatte, und leuchtete damit auf das Spielzeug, nicht sicher, was mich erwarten würde. Endlich kam Josh von dem Spielzeug und hetzte neben mich und schaute nach, wohin ich mit dem Licht hinstrahlte. Da war es plötzlich. Es war eine Ratte. Ich begann nervös zu lachen und wir beobachteten beide, wie die Ratte in die Wälder lief und das Gekreische mit sich nahm. Josh schlug mir leicht gegen den Arm. Das Grinsen kam langsam wieder in sein Gesicht zurück und wir liefen weiter. Wir beschleunigten unser Tempo und schafften es schneller durch den Wald, als ich dachte. Und wir fanden uns schließlich in meiner alten Nachbarschaft wieder. Das letzte Mal, dass ich hier aufgekreuzt war, sah ich mein Haus noch voll beleuchtet. Und alle Erinnerungen an das Geschehene kamen zurück. Ich fühlte einen Sprung meines Herzens, als wir endlich in die Straße einbogen und dabei waren, eine komplette Sicht auf mein Haus zu erlangen, während wir uns erinnerten, wie strahlend es beim letzten Mal gewesen war. Aber dieses Mal waren alle Lichter aus. Aus der Entfernung konnte ich meinen alten Kletterbaum sehen. Und als meine Gedanken die Schritte der Kausalität zurückverfolgte, erkannte ich, dass ich in dieser Nacht nicht hier wäre, wenn der Baum nicht gewachsen wäre. Und ich war kurzzeitig in voller Bewunderung darüber, wie gleich all diese Ereignisse waren. Als wir näher kamen, konnte ich sehen, dass der Rasen schrecklich aussah. Ich konnte nicht mal erraten, wann er das letzte Mal gemäht worden war. Eine der Fensterläden war teilweise abgebrochen und schlug mit jeder Brise vor und zurück. Und zusammengefasst sah das Haus einfach schmutzig aus. Ich war traurig, mein altes Zuhause in so einem Zustand des Verfalls zu sehen. Warum würde es meine Mutter kümmern, wenn wir die neuen Besitzer stören, wenn sie sich so wenig darum kümmerten, wo sie lebten. Und dann bemerkte ich es. Es gab keine neuen Besitzer. Das Haus war verlassen, auch wenn es einfach einsam aussah.
Warum würde meine Mutter mich über unser Haus belügen, dass es neue Leute beherbergt? Aber ich dachte, dass es eigentlich eine gute Sache war. So war es einfacher, sich wegen Boxes umzuschauen, wenn wir keine Angst haben mussten, von der neuen Familie gesehen zu werden. Das würde alles schneller machen. Josh störte meine Gedanken, als wir zum Tor und hoch zum Haus selbst gingen. Dein altes Haus nervt! Schrie Josh, so leise er konnte. Halt's Maul, Josh! Selbst jetzt ist es noch schöner als dein Haus. Hey! Mann! Okay. Ich denke, Boxes ist vermutlich unter dem Haus. Einer von uns muss darunter nachsehen, aber der andere sollte neben der Öffnung stehen für den Fall, dass er rausgerannt kommt. Ist das dein Ernst? Keine Chance, dass ich darunter gehe. Es ist deine Katze, Alter. Du machst das. Schau, wir werden darum spielen. Außer du hast so große Angst, sagte ich und hielt meine Faust über meine herumgedrehten Handteller. Schön, aber wir machen es bei los, nicht bei drei. Also Schere, Stein, Papier, los. Nicht eins, zwei, drei. Ich weiß, wie man das Spiel spielt, Josh. Du bist derjenige, der es immer versaut. Und es sind zwei von drei. Ich verlor. Ich riss die Verdeckung ab, die meine Mutter immer bewegt hat, wenn sie wegen Boxes darunter kriechen musste. Sie musste das bloß ein paar Mal machen, weil der Dosenöffner-Trick normalerweise funktioniert hatte. Aber wenn sie es tun musste, hasste sie es. Besonders das letzte Mal. Und als ich in die Dunkelheit des Kriechkellers schaute, hatte ich ein größeres Verständnis dafür, warum sie es tat. Bevor wir umgezogen waren, sagte sie, dass es besser war, dass Boxes dort hinunterging. Egal wie hart es ist, ihn dort wieder rauszubekommen. Es war weniger gefährlich, als wenn er über den Zaun hüpfen und in der Nachbarschaft herumrennen würde. All das war wahr. Aber ich fürchtete mich trotzdem davor, es zu tun. Ich griff die Taschenlampe und das Walkie-Talkie und begann reinzukriechen. Ein starker Geruch überkam mich. Es roch nach Tod. Ich schaltete mein Walkie an. Josh, bist du da? Hier ist Macho Man. Komm zurück. Josh, lass das. Irgendwas stimmt hier unten nicht. Was meinst du? Es stinkt. Es riecht, als wäre etwas gestorben. Ist es Boxes? Ich hoffe es wirklich nicht. Ich schaltete das Walkie aus und bewegte die Taschenlampe umher, als ich weiter kroch. Schaut man von außen durch das Loch, konnte man mit der richtigen Beleuchtung komplett durchsehen. Aber man musste drin sein, um auch zwischen den Stützpfeilern nachzuschauen, die das Haus oben hielt. Ich würde sagen, es waren etwa 40% der Fläche, die man nicht sehen konnte, wenn man nicht wirklich im Kriechkeller war. Aber selbst dort drin stellte ich fest, dass ich nur dort was sehen konnte, wo ich auch mit der Taschenlampe hinleuchtete. Ich erkannte, dass das die Suche an diesem Ort nur noch erschwerte. Als ich mich nach vorn bewegte, wurde der Geruch stärker. Die Angst wuchs in mir, dass Boxes hierher kam und etwas mit ihm passiert war. Ich leuchtete mit der Taschenlampe umher, aber ich konnte nichts sehen. Ich fasste mit meinen Fingern um einen der Stützpfeiler, um mich selbst vorwärts zu ziehen. Und als ich das tat, fühlte ich etwas, das meine Hand zurückzucken ließ. Fell! Mein Herz sank und ich bereitete mich darauf vor, was ich gleich sehen würde. Ich kroch langsam, damit ich das, was ich wusste, was kommen würde, noch hinauszögern konnte. Und ich rieb meine Augen und die Taschenlampe passierte den Pfeiler. Und ich konnte sehen, was auf der anderen Seite war. Ich wich entsetzt zurück vor Schreck. Es war eine grässliche und verdrehte Kreatur. Übel verwest. Ihre Haut war im Gesicht bereits verrottet, wodurch die Zähne enorm groß erschienen. Und der Geruch war unglaublich. Was ist es? Bist du okay? Ist es Boxes?
Ich griff nach dem Walkie. Nein, nein, es ist nicht Boxes. Gut. Was zur Hölle ist es dann? Ich weiß es nicht. Ich leuchtete es erneut an und sah es mit weniger Angst in meinen Augen an. Ich kicherte. Es ist ein Waschbär. Dann schau weiter. Ich werde mal ins Haus gehen, um zu schauen, ob er es vielleicht irgendwie da reingeschafft hat. Was? Nein, Josh. Geh da nicht rein. Was, wenn Boxes hier unten ist und rausrennt? Kann er nicht. Ich habe die Verdeckung zurückgestellt. Ich sah nach und merkte, dass er die Wahrheit sagte. Oh, warum hast du das gemacht? Keine Panik, Alter. Du kannst es leicht bewegen. Das macht mehr Sinn. Wenn Boxes rausrennt und ich ihn verpasse, ist er weg. Wenn er dort unten ist, dann schnapp ihn dir und ich bewege die Verdeckung. Und wenn er nicht dort unten ist, kannst du die Verdeckung immer noch selbst bewegen, während ich mich im Haus umsehe. Einige Punkte waren plausibel. Und ich bezweifelte sowieso, dass er es reinschaffte. Okay. Aber sei vorsichtig und fass nichts an. Da gibt es einen Haufen von meinen alten Klamotten immer noch in Kisten in meinem Zimmer. Du kannst nachschauen, ob an eine davon gekrochen ist. Und sei sicher, dass du dein Walkie eingeschaltet hast. Roger, alter Kumpel. Ich erkannte dann, dass es da drinnen sehr düster sein wird. Der Strom musste abgestellt worden sein, da keiner die Rechnung bezahlt hatte. Mit ein bisschen Glück konnte er durch das Licht der Straßenlaternen etwas sehen, falls das Licht dafür ausreicht. Wenn nicht, bin ich mir nicht sicher, was er tun wird. Nach kurzer Zeit hörte ich über mir Schritte und fühlte, wie alter Dreck auf mich regnete. Josh, bist du da? Störung, Störung. Hier ist Macho Man. Ich melde mich zurück für den großen Tango Foxtrot. Der Adler ist gelandet. Wie ist deine 20, Prinzessin Jasmin? Over. Arschloch. Macho Man, meine 20 ist in deinem Badezimmer und durchwühlt deinen Stapel Magazine. Sieht so aus, dass du auf Ärsche von Typen stehst. Wie ist der Bericht drüben? Ich konnte ihn auch ohne das Walkie lachen hören und lachte ebenfalls. Ich hörte, wie die Schritte sich etwas entfernten. Wie ist der Bericht da drüben? Over. Mann, hier ist es dunkel. Hey, bist du sicher, dass du hier Kisten mit Klamotten stehen hattest? Ich sehe nichts. Ja, da müssten ein paar Kisten vor dem Schrank stehen. Es gibt hier drin keine Kisten. Lass mich nachschauen, ob du die Kisten in den Schrank gestellt hast, bevor du gegangen bist. Ich begann zu überlegen, dass vielleicht meine Mutter zurückgekommen war und sich die Klamotten geschnappt hatte und sie einfach weggegeben hat, weil ich aus vielen davon rausgewachsen war. Aber ich erinnerte mich, die Kisten dagelassen zu haben. Ich hatte nicht mehr Zeit, die letzte zu schließen, bevor wir abhauten. Während ich darauf wartete, dass Josh mir erzählte, was er fand, trat ich mit meinem Bein aus, das wegen meiner Körperhaltung dabei war, einzuschlafen. Und dabei traf ich etwas. Ich sah zurück und sah etwas sehr Seltsames. Es war eine Wolldecke und rundherum lagen überall Schalen. Ich kroch ein bisschen näher heran. Die Decke roch modrig und die meisten Schalen waren leer. Aber in einer war etwas, was ich wiedererkannte. Katzenfutter. Es war anders als das, was wir Boxes gegeben hatten, aber plötzlich verstand ich. Meine Mutter hatte einen kleinen Ort für Boxes errichtet, um ihn daran zu gewöhnen, hierher zu kommen, statt durch die Nachbarschaft zu rennen. Das machte viel Sinn und es sah noch mehr danach aus, dass Boxes zu diesem Ort zurückkehren würde. Das ist so cool, Mom, dachte ich. Ich hab deine Klamotten gefunden. Oh cool, waren sie in den Kisten? Wie schon gesagt, da waren keine Kisten. Deine Klamotten sind in einem Schrank, sie hingen dort. Ich fühlte einen Schauder. Das war unmöglich. Auch wenn wir eigentlich erst in 2 Wochen umziehen sollten. Als wir gingen, erinnerte ich mich daran, sie eingepackt zu haben. Und dachte, dass es dumm von mir gewesen wäre, wenn ich die Klamotten wieder aus den Kisten geholt und zurückgelegt hätte.
Ich hatte sie eingepackt. Aber jemand muss sie wieder zurückgehangen haben. Aber wieso? Josh musste da rauskommen. Das kann nicht sein, Josh. Sie müssen in den Kisten sein. Hör auf, herumzualbern und komm wieder nach draußen. Kein Scherz, Alter. Ich sehe sie gerade. Vielleicht dachtest du bloß, du hättest sie zurückgelassen. Wow. Du magst es wohl, dich selbst anzusehen, oder nicht? Was? Was meinst du damit? Deine Wände, Alter. Deine Wände sind von Polaroids von dir bedeckt. Das sind Hunderte davon. Hast du jemanden angeheuert, der das? Stille. Ich überprüfte mein Walkie, um zu schauen, ob es sich irgendwie ausgeschaltet hatte. Ich konnte klare Schritte hören, aber ich konnte nicht sagen, wo genau Josh hinging. Ich wartete darauf, dass Josh seinen Satz beendete. Ich dachte, dass vielleicht sein Finger vom Knopf gerutscht wäre, aber er fuhr nicht fort. Er schien jetzt, um das Haus herumzustapfen. Ich war dabei, ihn anzufunken, als er zurückkam. Da ist jemand im Haus. Seine Stimme war flüchtig und gebrochen. Ich konnte hören, dass er den Tränen nahe war. Ich wollte antworten, aber wie laut war sein Walkie aufgedreht? Was, wenn die andere Person es hörte? Ich sagte nichts und wartete nur und hörte zu. Was ich hörte, waren Schritte. Schwere, schleppende Schritte. Und dann ein lauter, dumpfer Schlag. Oh Gott, Josh. Er wurde entdeckt. Da war ich mir sicher. Diese Person hat ihn gefunden und tat ihm weh. Ich brach in Tränen aus. Er war mein einziger Freund, neben Boxes. Und dann wurde mir klar, was, wenn Josh ihm erzählte, dass ich hier unten war? Was konnte ich eventuell tun? Als ich damit rang, mich selbst zu beruhigen, hörte ich zum Glück Joshs Stimme durch das Walkie. Er hat etwas dabei, Alter. Es ist ein großer Sack. Er hat ihn auf den Boden geworfen. Und, oh Gott, Alter, der Sack. Ich denke, er hat sich gerade bewegt. Ich war paralysiert. Ich wollte nach Hause rennen. Ich wollte Josh retten. Ich wollte Hilfe holen. Ich wollte so vieles. Aber ich lag nur da. Eingefroren. Als ich da lag, bewegungslos, fokussierten sich meine Augen auf die Ecke des Hauses, die gleich unter meinem Zimmer war. Ich bewegte meine Taschenlampe. Mein Atem stockte bei dem, was ich sah. Tiere. Dutzende davon. Alle waren tot. Sie lagen gestapelt am Rand des Kriechkellers. War Boxes unter den Leichen? War dafür das Katzenfutter gedacht? Das zu sehen löste meine Starre, weil ich wusste, ich musste dort raus. Und ich kroch zu der Verdeckung. Ich versuchte, sie zu verschieben, aber sie bewegte sich nicht. Ich konnte sie nicht bewegen, weil sie sich verkeilt hatte. Und ich bekam meine Finger nicht darum, weil die Kante draußen war. Ich war gefangen. Gott verdammt, Josh, flüsterte ich zu mir selbst. Ich konnte donnernde Schritte über mir fühlen. Das Haus wackelte. Ich hörte Josh schreien. Und es passte zu einem anderen Schrei, der nicht voller Angst war. Als ich mit dem Schieben fortfuhr, fühlte ich, wie sich die Verdeckung bewegte. Aber ich wusste, dass nicht ich es war, der es bewegte. Ich konnte Schritte über und vor mir hören und rufen und schreien füllte die kurze Ruhe zwischen den Schritten. Ich bewegte mich zurück und hielt mein Walkie bereit, um zu versuchen, mich zu verteidigen. Die Abdeckung fiel beiseite und ein Arm schoss hervor und griff nach mir. Lass uns abhauen, Alter. Jetzt! Es war Josh. Gott sei Dank. Ich stolperte aus der Öffnung und hielt die Taschenlampe sowie das Walkie. Als wir es zum Zaun schafften, sprangen wir beide darüber. Aber Joshs Walkie-Talkie fiel hinunter.
Er griff danach und ich sagte ihm, er soll es vergessen. Wir mussten verschwinden. Hinter uns konnte ich Gebrülle hören. Doch es waren keine Worte, nur Geräusche. Und wir rannten, vielleicht leichtsinnig, in den Wald, um schneller wieder zu Joshs Haus zu kommen. Und es war schwerer, uns zu folgen. Den ganzen Weg durch den Wald brüllte Josh: Mein Bild! Er hat mir mein Bild weggenommen! Aber ich wusste, dass der Mann bereits Joshs Bild hatte. Vor all diesen Jahren am Wassergraben. Ich nahm an, dass Josh immer noch dachte, dass diese mechanischen Geräusche von einem Roboter waren. Wir schafften es zurück zu Joshs Haus und zurück in sein Zimmer, bevor seine Eltern aufwachten. Ich fragte ihn nach dem großen Sack und ob er sich wirklich bewegt hatte. Und er sagte, er sei sich nicht sicher. Er entschuldigte sich immer und immer wieder dafür, dass er das Walkie beim Haus verloren hatte. Aber offensichtlich war das kein großes Ding. Wir gingen nicht schlafen und saßen lauernd am Fenster und warteten auf ihn. Später am Tag ging ich nach Hause, als es bereits etwa 15 Uhr war. Ich erzählte vor ein paar Tagen meiner Mutter die Grundlagen dieser Geschichte. Sie brach zusammen und war verärgert, dass ich mich in so eine Gefahr gebracht hatte. Ich fragte sie, warum sie all diese Dinge getan hatte, um mich daran zu hindern, die neuen Besitzer zu stören. Und warum sie dachte, dass das Haus gefährlich war. Sie wurde wütend und hysterisch, aber sie antwortete auf meine Frage. Sie nahm meine Hand und drückte sie fester, als ich es von ihr gedacht hätte, und richtete ihre Augen auf meine. Sie flüsterte, als ob sie Angst hätte, dass jemand mithört. Weil ich keine verfickten Decken und Schalen für Boxes unter das Haus gestellt hatte. Du warst nicht der Einzige, der sie gefunden hat. Ich fühlte mich benommen. Ich verstand nun so viel. Ich verstand, warum sie so besorgt aussah, als sie Boxes am letzten Tag unter dem Haus hervorholte. Sie fand mehr als Spinnen oder Rattennester an dem Tag. Ich verstand, warum wir 2 Wochen früher umgezogen waren. Ich verstand, warum sie versucht hatte, mich davon abzuhalten, zurückzugehen. Sie wusste es. Sie wusste, dass er unter uns lebte. Und sie hielt es von mir fern. Ich ging, ohne ein weiteres Wort zu sagen, und beendete nicht die Geschichte für sie. Aber ich werde sie für euch hier beenden. Ich kam an dem Tag von Josh nach Hause. Ich warf meine Sachen auf den Boden und sie verteilten sich überall. Es war mir egal. Ich wollte nur schlafen. Ich wachte etwa um 9 Uhr morgens durch das Geräusch von Boxes Miauen auf. Mein Herz überschlug sich. Er war endlich nach Hause gekommen. Mir war ein bisschen übel wegen dem Fakt, dass ich nur einen Tag länger hätte warten müssen und nicht von dem, was in der vorherigen Nacht passiert war, wäre geschehen und nichts von dem, was in der vorherigen Nacht passiert war, hätte geschehen müssen. Und ich hätte Boxes sowieso zurückbekommen, aber es kümmerte mich nicht. Er war zurück. Ich sprang aus dem Bett und rief nach ihm, sah mich um, um etwas von dem Leuchten seiner Augen einzufangen. Das Schreien ging weiter und ich folgte ihm. Es kam von unter dem Bett. Ich lachte ein bisschen, als ich dachte, ich war unter ein Haus gekrochen, um nach ihm zu suchen und wie viel besser das hier jetzt war. Sein Miauen wurde durch ein T-Shirt gedämpft. Also warf ich es beiseite und brüllte lächelnd: Willkommen zu Hause, Boxes! Seine Schreie kamen von meinem Walkie-Talkie. Boxes kam nie wieder nach Hause.